Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Tutorial, das siebte hier in der Reihe. Beim letzten Mal gab es ja schon das Versprechen, dass es um Gelände gehen soll und deswegen steigen wir da gleich mal ein. Ich öffne unsere Tutorial-Datei und dann richten wir uns hier ein Gelände ein. Das finden wir hier in den Einstellungen. Zurzeit kann ich es nicht aktivieren, ich klicke einfach mal drauf und der Grund ist, wir haben schon was gebaut, also bei einer komplett leeren Karte könnte man auch Gelände einrichten oder eben die Nachbearbeitung anschalten. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Das können wir auch machen, dass wir sozusagen nachträglich hier noch Sachen hinzufügen. Das ist hier im Projekt-Tab oder mit F10. Das habe ich jetzt mal angeschaltet und dann kann ich auch Gelände aktivieren. Jetzt ist der Button hier verfügbar. Ja, wie funktioniert das mit dem Gelände? Es sind mehrere Punkte, die Kontrollpunkte, die sich wie so ein Raster über die gesamte Karte legen. Und ich kann einstellen, in welchem Abstand und wo das Ganze losgeht. Bei 0,0 bedeutet eben, der erste Punkt ist ganz oben links in der Kartenecke. Das kann ich dann auch noch verschieben, wenn ich das möchte. Ich lasse das jetzt einfach mal so und aktiviere mal das Gelände. Und dann schauen wir uns das mal an. Der Geländemodus, den kann man öffnen, indem man die Taste G drückt. Und jetzt sieht man hier schon so ganz viele kleine graue Kästchen. Das sind eben diese Kontrollpunkte, bei denen ich Höhen festlegen kann. Die sind jetzt alle noch bei 0. Und ich gehe einfach mal ein Stückchen weg von dem bebauten Bereich hier und schiebe da mal ein bisschen dran rum. Und dann sieht man, was hier passiert. Dann bilden sich hier so Höhenlinien und die Höhe an diesem Kontrollpunkt ändert sich. Das ist immer in Schritten von 1/4 Meter. Ja, jetzt bin ich hier mit der rechten Maustaste rausgekommen. Mit G komme ich wieder zurück ins Geländemenü. Ja, und dann hat man hier auch noch diese Farben. Die kann ich ein- und ausblenden mit Steuerung G oder auch im Optionsmenü. Ja, wenn es durchsichtig ist, ist es eben. Dann kommt Grün mit 2%, Gelb mit 4% und 8% sind die roten. Wenn man es noch steiler hat, dann bleibt es rot. Ja, und so kann ich jetzt mit diesen einzelnen Kontrollpunkten hier mein Gelände bearbeiten und so gestalten, wie ich das haben möchte, wenn ich jetzt irgendwie so Freestyle-Gelände gestalten möchte. Das geht auch, wenn die Nachbearbeitung aus ist. Ich mache das mal eben hier. Und dann kann ich allerdings nur Gelände bearbeiten, was weit weg ist von bebautem Gebiet. Also hier ist zum Beispiel eine Straße und schon alleine der Bereich, wo ich jetzt unterwegs war, der geht nicht, sondern alles nur daneben. Da habe ich noch diese Buttons. Es gibt auch noch andere Geländebearbeitungsmöglichkeiten, die sind jetzt auch ausgegraut, die gehen auch alle nur mit Nachbearbeitung oder eben, wenn die Karte noch leer ist. Deswegen schalte ich die einfach nochmal an, drücke hier auf F10 und jetzt kann ich hier wieder unter der bestehenden Welt schon das Gelände bearbeiten oder eben auch die anderen Sachen nochmal zeigen. Damit kann ich zum Beispiel Berge machen hier. Ich kann einfach mit der Maustaste ziehen und dann bildet sich hier eben so ein Berg. Geschwindigkeit kann man einstellen, auch Steigung. Und dann kann man das alles so ein bisschen versuchen, möglichst natürlich zu gestalten. Ist natürlich erstmal nicht so einfach, muss man ein bisschen rumprobieren. Das geht auch mit Tälern, also Absenken von Gelände. Ich kann auch negative Höhenwerte haben hier. Wasser gibt es noch nicht, aber zumindest mal unter den Meeresspiegel kann ich gehen. Hier sieht man dann auch die Höhenwerte. Was auch geht, sind Ebenen. Da hat man dann hier so einen Kreis als Symbol. Dann lege ich hier eine Höhe fest. Ich nehme mal irgendwie, was weiß ich, 14 Meter. Und dann kann ich damit einfach wie mit so einem Stift eine Ebene zeichnen. Ich kann sogar auch eine Höhe übernehmen. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit diesem Button hier irgendwie dahin klicke, dann übernimmt er die Zielhöhe und kann die dann verteilen weiter zur Seite, auch mit unterschiedlichen Steigungen und so weiter, um das Gelände zu bearbeiten. Ja, das ist so ein bisschen erstmal die Möglichkeit, wenn man künstlich Gelände herstellen möchte. Was ist denn jetzt, wenn ich Gelände bearbeite an Stellen, wo eigentlich schon Bauteile sind? Ich nehme jetzt einfach mal hier dieses Bergtool und hebe das hier so ein bisschen an. Und jetzt klicke ich einfach mal hier so eine Straße an, die ja eigentlich auf der Oberfläche liegt. Und dann sieht man, hier sind noch so Zahlenwerte und das ist jetzt auch die Höhe über dem Meeresspiegel. Das heißt, die Bauteile wandern einfach mit dem Gelände. Wenn sie auf der Oberfläche liegen und ich baue darunter Gelände, dann wandern die mit. Das ist allerdings nicht so, wenn ich schon Tiefbauteile habe. Ich lege jetzt einfach mal hier noch einen Damm an. Dann mache ich mal das Tiefbaumenü auf hier und gehe mal auf plus 6. Dann habe ich einfach so einen Damm und baue hier einfach mal so wild drauf los. Ich kann auch im Baumenü das Gelände ein- und ausschalten mit Shift-G.
Ich lasse es mal eingeschaltet, aber die Steigung blende ich mir mal mit Steuerung G aus. Und jetzt baue ich hier so einen Damm. Und wenn ich jetzt das Gelände nachbearbeite, also ich drücke wieder G, um den Geländebaumodus zu machen, und dann versuche ich hier Berge zu errichten, dann sieht man, die Dämme werden schmaler. Das liegt daran, dass die Bauteile, wenn sie einmal auf Tiefbauteilen platziert sind, ihre Höhe beibehalten. Also hier steht jetzt zum Beispiel 7 Meter und 10 Meter über dem Meeresspiegel und in Klammern steht, wie weit das über dem Gelände ist. Und hier haben wir jetzt 1 Meter und 5 Meter. Wenn ich jetzt hier das Gelände nochmal so ein bisschen höher mache und dann nochmal gucke, habe ich hier immer noch 7 Meter und 10 Meter, aber eben nicht mehr so weit über dem Gelände. Und hier ist es aber mit hochgewandert. 5 Meter, 8 Meter. Das ist eigentlich das Einzige, was man sich merken muss. Ein bisschen schwierig ist es, wenn ich jetzt Bauteile habe, die hier angrenzen und aber ebenerdig sind. Ich mache jetzt mal hier ebenerdig. Und na gut, hier ist es jetzt zu steil. Aber man kann das trotzdem ganz gut sehen. Ich lege das einfach mal nachträglich ebenerdig. Das kann ich ja machen, indem ich hier drauf klicke. Ja, das schafft er nicht ganz, weil es zu steil ist. Das ist auch eine relativ neue Meldung. Die gibt es auch nur im Gelände im Normalfall. Aber ich könnte es hier mal probieren. Geht auch nicht. Dann hier. Ja, so. Dieses Teil liegt jetzt also hier auf der Oberfläche. Wenn ich da drücke, dann steht hier nichts von Damm oder so. Und dieses Teil liegt auf einem Damm. Wenn ich jetzt das Gelände bearbeite, habe ich natürlich das Problem, dass die Sachen, die auf der Oberfläche liegen, mitwandern und die auf den Tiefbauteilen nicht mitwandern. So, ne? Also hier haben wir 5 Meter und 8 Meter und hier haben wir jetzt auf einmal 7 Meter und 8 Meter. Das passt nicht zusammen. Und er schimpft auch direkt und sagt, das geht nicht. Wenn ich hier draufklicke, markiert er diesen Bereich. Und es ist so, dass während der Nachbearbeitung die ganze Zeit im Hintergrund geprüft wird, ob es irgendwo Ecken gibt, wo das nicht passt. Und bisher gibt es nur diese eine und die muss ich jetzt irgendwie reparieren. Ich kann auch die Nachbearbeitung jetzt nicht mehr ausschalten, weil da dieser Konflikt besteht. Das heißt, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass die Höhen hier wieder zusammenpassen und das geht relativ einfach, indem ich einfach ein Teil hoch oder runter lege und dann wird die Höhe einfach weitergegeben aufs Nachbarteil. Ich nehme jetzt mal dieses Teil hier und lege es einfach mal 1 Meter hoch hier mit diesem Button. Ich kann auch O drücken, das wäre das Gleiche. Und dann wird diese Höhe hier weitergegeben. Jetzt haben wir hier 6 Meter und auf der Seite auch wieder 6 Meter. Also das heißt, so kann ich diese Konflikte auflösen und dann kann ich das auch wieder einschalten. Genau. Also das ist ein bisschen ungewohnt, aber so kann man das machen und dann hat man keinen Ärger mehr, wenn man das wieder ausschalten möchte, die Nachbearbeitung. Dann gibt es noch ein Thema mit den verschiedenen Höhenebenen. Wir hatten das ja im letzten Tutorial, dass sozusagen das Erdgeschoss, wenn man so will, von 0 bis 6 Meter geht. Also die Schichten von Straßen und Schienen sind immer 6 Meter hoch. Wenn man jetzt hier drüber bauen möchte, dann muss man auf 6 Meter Höhe gehen. Ich baue jetzt mal eine Schiene hier drüber auf plus 6 und das funktioniert wunderbar. Im Gelände ist das aber teilweise nicht so einfach, weil die Bauteile dort einen größeren Bereich in der Höhe einnehmen. Ich kann mir ja den Bereich anzeigen lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Straße anklicke und auf Alt drücke, sehe ich Bereich 0 bis 6 Meter über Grund. Und hier ist dann die nächste Ebene 6 bis 12 Meter. Und im Gelände kann das aber unterschiedlich sein. Also meistens die ebenerdigen Teile liegen alle bis auf 0 bis 6, aber zum Beispiel dieses hier, das liegt dann mal auf minus 1 bis 8, weil eben die Schiene selbst ja mehr oder weniger horizontal ist, aber das Gelände darunter so ein bisschen schief und das bedeutet, dass dann ein größerer Höhenbereich blockiert ist. Und das bedeutet wiederum, wenn ich Sachen übereinander bauen will, brauche ich eventuell mehr Abstand. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal eine Schiene auf plus 6 Meter bauen möchte, sagen wir mal, und dann weitergehe, dann anklicke, sehe ich, die blockiert 5 bis 13. Da komme ich also bei 0 gar nicht durch. Dann könnte ich sie einfach zum Beispiel direkt ein Stück höher legen. Ich drücke einfach O. Okay, Nachbearbeitung ist aus. Dann schalte ich die nochmal an mit F10 und drücke O. Jetzt habe ich 6 bis 14. Das heißt, jetzt komme ich unten drunter durch. Ich muss einfach, muss man sich merken, wenn das Gelände steiler ist, brauche ich ein bisschen mehr Abstand zwischen den einzelnen Ebenen und kriege dann natürlich auch nicht mehr so viele Ebenen untergebracht. Ja, was gibt es noch Spannendes zum Thema Gelände?
Man kann versuchen, auf dem Gelände auch ebenerdig zu bauen. Wenn ich jetzt diese Straße nehme und hier baue, wird er immer versuchen, erstmal ebenerdig zu bauen. Wenn es aber zu steil wird, ja, hier wird es jetzt nicht zu steil, ne? Dann baut er irgendwann, ich nehme mal eine Schiene, die ist ein bisschen anfälliger. Ja, jetzt ist es zum Beispiel zu steil. Jetzt sieht man schon, jetzt wird hier so ein Einschnitt angelegt. Aber wenn ich nicht ganz in die steile, also quer zu diesen Höhenlinien gehe, dann kann es ebenerdig angelegt werden. Dann steht hier auch nichts. Ja, ich errichte noch mal ein steileres Gelände, damit man das besser sehen kann. Oder hier haben wir auch relativ steiles Gelände. Genau, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Straße bauen möchte, dann geht das ebenerdig. Ich nehme das noch mal hier. Ja, und wenn ich dann weiter bauen möchte, dann kann es irgendwann sein, dass es zu steil wird. Hier wird es tatsächlich nicht zu steil, wenn ich es richtig sehe. Nee, schlechtes Beispiel. Dann nehme ich doch nochmal die Schienen. Wenn ich hier baue, ist es ebenerdig und hier, ja, reicht tatsächlich. Machen wir es nochmal hier unten. Ich komme jetzt einfach mal von unten hier und möchte da hoch. Und das geht natürlich nicht. Dann muss er hier einen Einschnitt anlegen. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass es vielleicht von der Steigung her passt. Also es sind vielleicht weniger als diese 4%, die man bei Schienen maximal haben darf, aber vielleicht ist das Teil zu breit. Wenn ich jetzt so einen Bahnsteig hier nehme zum Beispiel und den mal hier hinbaue, dann ist die Steigung hier zwar 0%, aber es wird trotzdem ein Tiefbauteil angelegt, ein Damm und ein Einschnitt, weil das Teil so breit ist, dass es auf den beiden Seiten nicht mehr ebenerdig platziert werden kann. Und zwar ist die Grenze da maximal 1 Meter Höhenunterschied. Und man kann sehen hier, wenn ich Alt drücke, kann ich die Höhe sehen von dem Gelände. Hier ist es 9,3 und hier 8,1. Also es ist ein bisschen mehr als 1 Meter Höhenunterschied und deswegen muss das Teil auch auf so einem Tiefbauteil platziert werden. Also es gibt zwei Gründe, warum die Teile nicht ebenerdig platziert werden können. Entweder die Steigung längs in Längsrichtung ist zu hoch oder das Teil ist einfach so breit, dass die seitliche Steigung dann nicht hinhaut. Ich kann Teile auch neigen, das kann ich auch nochmal zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier so eine Kreuzung, ich nehme immer so eine Kreuzung, also das geht nicht mit den einfachen Teilen hier vorne, sondern erst so mit diesen Verzweigungen. Ich lege die jetzt einfach mal hier so hin und mache mal einen Damm, dann kann man das besser erkennen. Wenn ich die jetzt neigen möchte, drücke ich die linke Steuerungstaste und kann dann mit den Pfeiltasten die Neigung anpassen. Man sieht dann hier, die Form verändert sich so ein bisschen und es wird dann auch immer geguckt, dass insgesamt nicht mehr als 8% auftreten. Das kann ich zum Beispiel gebrauchen, wenn ich irgendwie eine Strecke habe, wo schon eine Neigung drin ist und ich möchte da noch eine Kreuzung einsetzen, dass die zum Beispiel dann eben auch die richtige Neigung hat in die richtige Richtung. Das kann ich hier einfach mit den Pfeiltasten anpassen. Wenn mir das nicht gefällt, drücke ich einfach die Leertaste, dann ist das wieder deaktiviert und dann versucht er, das Teil möglichst parallel zum Boden einzurichten. Deswegen sind hier auch Steigungswerte zu sehen in dem kleinen blauen Fenster. Oder ich kann auch sagen, ich möchte es horizontal haben. Dann klicke ich hier drauf und dann ist es immer genau parallel zum Meeresspiegel. Sieht dann jetzt krumm aus, weil das Gelände drunter eben nicht gerade ist, aber das wäre jetzt Steigung 0. Das gibt es auch noch. Ja, was gibt es noch? Diesen Button hier, Höhe beibehalten, dem Gelände folgen. Das ist ganz praktisch, wenn ich irgendwie zum Beispiel eine Bahnstrecke bauen möchte, die immer bei plus 6 oder plus 7 Meter liegt und dem Gelände folgen soll. Wenn es nicht zu so steil ist, wird dann das so gemacht, wenn ich jetzt eine lange Strecke habe. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal einfach hier, ich baue einfach mal quer hier drüber. Und dann wird versucht, die Höhe beizubehalten. Ich nehme jetzt mal plus 6. Und gehe hier so drüber und dann sieht man schon von den Dämmen, die sind alle gleich dick, also er schafft es irgendwie diese plus 6 zu halten. Wenn ich zu nah an den Berg komme, schafft das irgendwann nicht mehr, weil das dann zu steil wird. Und dann werden diese Dämme dünn, das bedeutet, dass dann die Steigung nicht dem Gelände folgt, sondern einfach nur vom Start zum Zielpunkt. Ich baue jetzt einmal so. Man sieht es auch an der Steigung, da steht dann jetzt 0,7. Also die Steigung ist relativ flach, weil sie einfach vom Start bis zum Ende durchgeht. Und wenn ich so mache, dann steht da 1,8. Das ist dann vom letzten Bauteil die Steigung. Ich baue jetzt einfach mal und wir können dann sehen, an den Höhen
Hier steht überall plus 6, plus 6. Das hat er also geschafft, die Schienen so zu platzieren, dass überall der Abstand zum Boden plus 6 ist. Das kann ich ausschalten, wenn ich diesen Button hier deaktiviere. Das geht auch nur, wenn Start- und Zielhöhe gleich sind, weil sonst macht es ja auch keinen Sinn. Und eben auch, wenn es nicht zu so steil ist, wie wir gerade gesehen haben. So, was ist noch wichtig? Bauteile neigen, das habe ich gezeigt. Dann wäre noch spannend, was passiert eigentlich mit Häusern und Bäumen? Kann man die auch auf Gelände bauen? Ja, klar kann man das. Aber nicht überall. So ein Teich am Hang ist jetzt auch eher unrealistisch und deswegen wird der hier auch rot. Ich klicke mal drauf und da steht, Bau nicht möglich, das Gelände ist zu steil. Denn das Gelände hat hier einen Höhenunterschied von 3 Metern. Also wir kreuzen im Prinzip drei von diesen Höhenlinien hier. Und dann geht das nicht. Also ich muss ins Flache gehen, da geht es dann. Man sieht es auch an der Farbe von dem Bauteil. Normalerweise sind das immer 6 Meter. Also der Supermarkt, den kann man zum Beispiel überall bauen. Das Hochhaus kann man je nach Richtung bauen. Und Bäume kann man immer bauen. Das ist egal, wie steil das da ist. Die können ja auch am Hang stehen. Und es gibt ein paar Bauteile, wo es eben ein bisschen schwieriger ist. Zum Beispiel der Teich, der kann nur 1 Meter Höhenunterschied vertragen. Im Normalfall sind es aber 6 Meter. Ich kann die Teile trotzdem bauen, wenn ich die rechte Alt-Taste drücke. Dann gibt es aber hier eine Warnung und dann kann ich auch wieder die Nachbearbeitung nicht ausmachen, weil das zu steil ist. Also ich habe dann die Wahl, ob ich das abreiße oder ob ich das Gelände darunter nochmal anpasse. Ja, ein Feature ist auch noch dazu gekommen, dass kam jetzt mit dem neuen Patch. Das ist diese extra Maximalsteigung. Die ist dafür gedacht, dass ich auch steilere Sachen bauen kann, die es auch in der Realität gibt. Hier ist es ja so, dass in Golden Spike normalerweise 4% Maximalsteigung für Schienen vorgesehen sind. Es gibt aber auch steilere Schienen, zum Beispiel bei Straßenbahnen oder bei Zahnradbahnen. Und dafür gibt es auch eine Tastenkombination, um diese extra Maximalsteigung freizuschalten. Und zwar rechte Steuerung, rechte Shift und O. Dann kann ich das auf 8% erhöhen für alle Bauteile oder sogar auf 20%, wenn ich es nochmal drücke. Wenn ich es nochmal drücke, ist es wieder aus. Ich nehme mal 20 und dann können wir mal sehen, dass man dann hier, wenn man zum Beispiel hier steil nach oben baut mit diesem Button, kann man dann eben auch so relativ unrealistische steile Steigung erzeugen. Aber das braucht man eben manchmal, wenn man zum Beispiel eine Zahnradbahn oder sowas nachstellen möchte. Da haben ja schon einige Nutzer fleißig experimentiert und für solche Sachen ist das ganz hilfreich. Wenn ich dann die Nachbearbeitung ausschalten möchte, dann muss ich auch immer die entsprechende Maximalsteigerung ausgewählt haben, sonst kriege ich Ärger. Also wenn ich die jetzt wieder ausschalten würde, die Maximalsteigerung und dann die Nachbearbeitung ausmachen möchte oder abschließen möchte, dann, ja, da meckert er sowieso, ich reiße das mal ab, dann wird er da auch meckern. Also das heißt, ich muss jetzt hier wieder die extra Maximalsteigerung anschalten, damit er das akzeptiert. Und dann kann ich das abschließen. Ja, das war jetzt relativ viel Detailkram und wir sind noch nicht dazu gekommen, auch mal reales Gelände zu importieren. Das geht ja auch. Damit werden wir uns dann wohl beim nächsten Tutorial mal beschäftigen, sonst sprengt das hier schon wieder den Rahmen. Auf jeden Fall sind jetzt mal so ein paar grundlegende Sachen erklärt, was hier mit diesem Gelände so alles zusammenhängt, wie man das Gelände bearbeiten kann, was es mit den Bauteilen auf sich hat, die da drauf liegen, wie man die Abstände einhält. Und ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, gerne einfach in die Kommentare oder per E-Mail. Und dann erst einmal viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.